zur Glow-Woche. Und zwar, die Woche startet eigentlich heute bei mir sehr unspektakulär. Und zwar, es ist heute Montag und zwar ein paar Tage vor der Glow. Ich bin so aufgeregt, dass ich mir letzte Woche Gedanken gemacht habe, wie ich euch eine super Freude machen kann. Ich war jetzt einige Tage nicht da. Ich war jetzt sehr, sehr viel arbeiten und habe halt wirklich wenig Zeit gehabt zum Filmen. Somit hatte ich mir Gedanken gemacht, was ich euch was Gutes tun kann. Und ich werde jetzt vor der Glow und nach der Glow sehr viele Videos laden. Und zwar diese Woche wird es von Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag ein Video geben, wie ich mich für die Glow vorbereite, welches Make-up ich zu Alida mitnehmen werde. Baby, wir werden uns nämlich gemeinsam fertig machen. Und wie gesagt, was wir halt noch so, wie ich meine Sachen packe, was für Make-up-Items ich dort auch kaufen werde, beziehungsweise welche Marken ich mir genauer angucken werde. So eine kleine Wishlist möchte ich mit euch durchgehen. Leider nicht mit Bilder, aber wir werden das auf jeden Fall hinkriegen. Und ich werde euch zwei oder drei Make-up-Looks, zum Beispiel so einen, das ist jetzt aber nicht abgefilmt, den kann ich aber sehr gerne abfilmen, könnt ihr gerne unten schreiben. Ist so ein Smoky Glam Red Lips Vampy 50 Shades of Grey Homie. Und ich muss sagen, ich habe den Look jetzt einfach mal ganz spontan gemacht und werde euch so ein paar Optionen geben. Dadurch, dass es ja Glow heißt, werde ich einmal ein sehr natürliches Make-up schminken für euch, wo ich wirklich sehr schön glowy Haut habe, Produkte verwende, sehr viel Highlighter verwende, tonnenweise, kiloweise Highlighter verwende. Und auch wie gesagt, einmal mit einem Bold Lip, also einmal mit so einem roten Lippenstift oder einem pinken Lippenstift, mit einem sehr zurückhaltenden, vielleicht Cut Crease oder so, mit sehr, sehr schlicht, also ohne Schwarz praktisch, könnt ihr euch vorstellen. Und einen Look, der so ein bisschen Richtung Jenny geht, das heißt Papageienform. Da will ich dann gucken, dass ich mit euch eines von diesen Paletten verwende, weil... Ich will ja nichts sagen, aber wer möchte nicht auf der Glow auffallen? Also ich definitiv, ich habe schon zu Alida gesagt, dass ich definitiv alle meine Papageienpaletten mitnehmen werde. Meine Take Me Back to Brazil, alle meine Juvia's Place. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr da mega Bock drauf habt. Heute hat der Postmann geklingelt. Ding dong! Und was hat er mir gebracht? Die mega coole Glowbox. Und zwar, man konnte bei der Glow vorab... So sieht die aus. Das ist eine ganz süße, pinkene Box. Und zwar habt ihr, wenn ihr die Tickets gekauft habt, das spielte, glaube ich, gar nicht so eine große Rolle, was für ein Ticket ihr gekauft habt. Ich habe jetzt persönlich ein Gold-Ticket. Allerdings werde ich jetzt eher keine Meet and Greets besuchen, weil ich mit meinen Weiber dort Weichspüler kaufen gehe. Das ist nämlich ein kleiner Insider. Wir werden Weichspüler kaufen gehen. Sprich, wenn man nach Sprinkles of Sam geht, Kanal natürlich unten. Das ist eine so süße Zuckermaus. Wir haben jetzt das so getauft, wenn wir Make-up shoppen, dass wir Weichspüler kaufen gehen. Weil Sam geht auch gerne Weichspüler kaufen und deswegen tun wir das jetzt auch. Und auf jeden Fall wollen wir da viel Weichspüler kaufen. Also sprich Make-up des Todes und zwar wahrscheinlich kiloweise. Ich werde wahrscheinlich mir so einen Ikea-Beutel mitnehmen. Wahrscheinlich wird das ausreichen. Alida, ich denke, Alida wird das ausreichen. I don't know. Auf jeden Fall möchte ich heute mit euch diese Box auspacken. Wie gesagt, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag sehen wir uns jeden Tag wieder. Und natürlich werdet ihr die schon gesehen haben. Aber wer sie mit mir angucken möchte, schön dranbleiben, schön abonnieren, schönen Daumen nach oben. Und wir sehen uns sofort. Gucken wir mal, was da drin ist. Ich bin echt gespannt. Also wie gesagt, diese Böbbelchen unnötig. Aber ich glaube, das ist jetzt nur damit praktisch, dass irgendwie nett aussieht oder so. Da hätte ich lieber Glitzer drin gehabt oder so. Das wäre viel cooler gewesen. Also ihr seht, wie gesagt, so. Ich mach mal die Kamera runter, so seht ihr es am besten. Schaut mal. Hier könnt ihr das schön sehen. Da ist so überall so Böppelchenpapier drin. Und jetzt seht ihr wieder mich. Müsst ihr jetzt ertragen. Und ich mache jetzt mal so ein paar von diesen... Wie nennt man die eigentlich? Es gibt so Sachen, die weiß man nicht, wie man die nennt. Zum Beispiel diese... Diese Schranken, die man da zwischen Einkäufe packt, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ich sage immer zu meinem Mann, gib mir mal das Ding. Und auf jeden Fall mache ich jetzt mal ein paar von diesen Pöppelchen da raus. Und dann werde ich euch natürlich Stück für Stück die Produkte zeigen. Ich glaube, also die Alida hat, glaube ich, ein pinkes Ticket und die hat auch so eine Box bekommen. Ihr müsstet da bei eurer Ticketbestellung einfach so einen Haken reinmachen, dass ihr diese Pre-Box gerne haben möchtet. Natürlich, kluge Leute machen sich auf jeden Fall die Mühe und machen natürlich einen Haken rein. Und jetzt zeige ich euch mal Stück für Stück, was da drin ist. So, einmal sind da ganz, ganz süße Taschentücher drin von mit so kleinen Schmetterlingen.
Ich weiß nicht, wofür ich die bei der Glow brauchen würde. Ich glaube, wenn da irgendein Artikel ausverkauft ist, den ich unbedingt aus Verrecken haben möchte, dann bräuchte ich die, weil ich weinen muss. Dann Hygienetücher, Desinfektionstücher. Die werde ich bestimmt gebrauchen, und zwar auf der Toilette. Da sind ja bestimmt 300 Millionen Frauen, die alle aufs Klo müssen. Und auf jeden Fall Hygiene. Ich will. Ah, da ist übrigens noch was drin. Der nächste Artikel, ich tue es jetzt alles hier in diese Kiste rein, sind diese Balea Hygiene-Handgel. Leute, davon habe ich mir tatsächlich schon 3 Stück gekauft. Ich werde das jedem unserer Mädels in die Hand drücken, weil, wenn ihr so unterwegs seid, so, ich finde das nicht so ganz blöd, gerade in Stuttgart, da gibt es bei uns in Cannstatter Wasen. Ich nehme das immer mit, weil manchmal gibt es halt, sind die Waschbecken zum Beispiel total voll und so, und dann könnt ihr das echt benutzen. Dann gibt es noch eine Tarn Perfection Biozellulose Lippenmaske. Kussmundzauber. Also ich glaube, ich brauche das nicht so dringend, aber das wäre ich weiß gar nicht, was ist denn eine Lippenmaske? Also ich glaube, die schmiert ihr euch wie Anwendung. Die Schutzfolie von beiden Seiten der Lippenmaske entfernen, die Lippenmaske auf die gereinigten Lippen. Ich denke, das ist sowas wie eine Tuchmaske für die Lippen, aber ich bin mir gar nicht so ganz so sicher. Dann haben wir hier, richtig gut finde ich, eine intensive Handcreme mit Granatapfel und Bio-Karité-Butter. I try it. Leute, das ist alles arschkalt. Das ist so kalt in Stuttgart. -12 Grad. Ich weiß, in meinen Nachtschichten, da friere ich mir den Hintern ab. Hey, das riecht richtig gut. Das riecht nicht so arg künstlich nach Granatapfel. Ich finde, das ist noch super erträglich. Oh. Dann haben wir hier ein Mattifying Make-up von Alverde. Mein Gott, da ist ja richtig viel Kram drin. Ein Mattifying Make-up von Alverde in der Farbe Kaschmir. Das finde ich ein bisschen problematisch, Leuten Make-up zu schenken, weil. Hey Leute, das sogar. Also, das könnte so gerade so meine Farbe sein. Schaut mal, das ist jetzt hier so die Farbe. Also, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Lässt sich super verblenden und wie immer riecht penetrant nach holländische Rosenfarben. Also ganz krass. Ich komme immer davor wie so im Pflegeheim, aber ich meine, ich bin Altenpflegerin, da riecht irgendwie alles nach Velleda-Rose und Granatapfel. Super wichtig für mich als Brillenträgerin Brillenputztücher sind da drin. Das finde ich richtig geil. Und zwar, ich habe tatsächlich mir Brillenputztücher gekauft für die Glow, und zwar, um die Linse meines Handys sauber zu machen, weil ich filme ja, wie ihr wisst, oder eben nicht, oder Überraschung, mit meinem Note 8 meine ganzen Videos, weil ich ehrlich gesagt von der Qualität dieser Videos, die trotz rausgekommen sind, die ich mit dem Handy filme, super, super gut sind. Und dadurch, dass dieses Ding sogar Autofokus hat, seht ihr, ist das mega gut. Also die Dinger packe ich auf jeden Fall ein. Ich muss sogar noch irgendwie eine Tasche finden, wo ich all den Kram reinpacke, inklusive dem Kram, den ich da wahrscheinlich noch ergattere und kaufe. Da sind 52 Stück drin. Ich denke mal, das ist dann 52 einzelne. Und es sind dann so 25 kleine Päckchen. Die könnt ihr euch dann in die Tasche schmeißen. Ich benutze die tatsächlich wirklich super, super gerne, um mal die Linse meiner Kamera sauber zu machen, damit praktisch das auch gut aussieht. Aber ich muss sagen, ich werde das hier definitiv mal ausprobieren, Leute. Also, ich denke mal, also ich werde, glaube ich, ein extra Video machen von den Sachen, um die zu testen. Was haltet ihr davon? Schreibt mir in die Kommentare. Dann, was gibt's denn hier noch? Dann, ah, das ist ja auch cool. Dann habe ich hier ein Duschgel. Das ist richtig cool, das ist zugemacht. Und zwar sieht das so aus. Ich kann euch aber nicht sagen, ob das jetzt also das sind ja alles Sachen, die im regulären, sage ich mal, Sortiment zu haben sind. Wie gesagt, das ist einmal Himbeer-Litschi-Duschgel. Boah! Also ich als Thailänderin weiß definitiv, was Litschis sind, ja? Und die riecht richtig geil. Also das, liebes DM-Team, bitte sofort in die Filiale liefern oder sofort mir nach Hause schicken. Danke. Das ist ja auch richtig cool. Ja, ich muss überall diese, seht ihr das, so kleine Staubdinger da wegmachen. Und zwar sind das so Fake Invisi Bubbles von Ebelin. Und zwar sind die richtig cool, weil ich habe, wie gesagt, immer nur die vom Primark. Die sehen so aus. Ich brauche ehrlich gesagt jetzt nicht so mega teure. Das sind jetzt einfach irgendwelche.
Invisibobbles selber finde ich wahnsinnig teuer. Ich verstehe den Hype da auch nicht drum. Weil, ehrlich gesagt, also ich habe so viele dicke Haare. Ich glaube nicht, dass ich das irgendwie... Ah, die sind doch, die sind recht fest. Was ich halt immer schwierig finde, ist, wenn die Invisibobbles genutzt werden und die sind nicht zu dehnbar. Das ist natürlich schlecht. Aber die werde ich definitiv auch in die Tasche schmeißen. Das macht Sinn. Dann habe ich hier noch... Ich muss ein bisschen gucken. Ah, ich habe noch 4 Sachen. Super. Dann habe ich hier noch einen Soft Matte, Lack. Und zwar finde ich den sehr, sehr schön. Das ist so ein richtig toller, graustichiger Mauve-Ton. Ich weiß gar nicht. Der ist so richtig classic. Der ist nicht so bold oder irgendwie zu krass, sondern der ist wirklich schön. Das ist die 011 von Trend It Up. Das weiß ich, das gibt's aber in dem Sortiment. Aber finde ich sehr schön, muss ich sagen. Dann habe ich, ich weiß nicht, da muss ich ausprobieren. Das ist eine Alverde. Also ich habe von Alverde ein Mega-Produkt. Und zwar, ich weiß noch nicht mehr, wo er ist, der Hydro Primer von Alverde, Leute, der ist wirklich mega, mega gut. Der gibt so viel Feuchtigkeit und ist wirklich so gut. Ich hole ihn euch. Ah, da ist er. Da ist er. Das ist der Hydro Primer von Alverde. Der kostet 3,95, glaube ich. Der ist wirklich jeden verkackten Cent wert. Ich habe jetzt wirklich jede Woche eine Flasche davon. Das ist wirklich so. Ich trage den nach dem Duschen auf. Ich trage den einfach vor Make-up auf. Ich trage den auch nach dem Make-up abtragen auf. Da ist jetzt auch schon gar nichts mehr so viel drin. Also habe ich jetzt einen Grund, nochmal zu DM zu gehen, weil ich habe irgendwie diesen Monat irgendwie so viel bei DM gekauft. Aber es hat sich jetzt leider von Haul nicht gelohnt, weil das waren Sachen wie Klopapier und so eklig Zeug. Und auf jeden Fall ist das hier eine Mascara. Die sieht so aus. Und die mache ich jetzt mal auf. Also so eine Bürste habe ich noch nie gesehen. Schaut mal. Das ist so eine Bürste, die ist so gerade, aber irgendwie... Da hängt auch brutal viel Produkt hier vorne drin. Seht ihr das? Also ich muss mal schauen. Also... die riecht... Also wie gesagt, ich muss das ausprobieren. Ich werde die nicht wegschmeißen. Ich werde die ausprobieren. Oh, das ist toll. Das nächste Produkt ist eine Ultra Matte Lip Cream von Trend It Up. Und da habe ich schon alle Farben von. Das werde ich dann mal in eine Verlosungsbox reinschmeißen. Oder meine beste Freundin. Ich weiß jetzt nicht, ob jede Box die gleichen Farben hat. Die Lip Cream ist wirklich eine tolle Möglichkeit, wenn ihr momentan, ich trage ja den I Love Sarahi von Colourpop, der Ariba. Und der ist ein Ultra Matt und der ist halt super, super matt, aber der ist auch super, super trocken. Ich persönlich, ich habe überhaupt keine Probleme mit meinen Lippen. Ich trage auch regelmäßig Vaseline und alles drauf, also das schaffe ich eigentlich ganz gut. Und wie gesagt, das ist ein Ultra Matt in der Farbe 085 in einem ganz tollen Bärenton. Den werde ich aber, denke ich, euch dann schenken, weil nach der Glow, also ich sortiere dann noch die Goodie Box aus und so, dann mache ich eine kleine Verlosung. Bezüglich auch meiner 500 Abonnenten, die wir jetzt geknackt haben. Wow! Ich bin so happy. Also das sind so Sachen, so monumental wichtig war mal 500 zu schaffen. Das nächste ist dann 1000. Da freue ich mich dann auch schon drauf. Ich arbeite ja fleißig daran. Und auf jeden Fall, glaube ich, das schmeiße ich in eure Giveaway-Box, weil ich einfach denke, wenn ich den schon habe, was will ich damit daheim? Und der letzte Artikel ist jetzt noch... ein Ebelin, und zwar hatte ich die. Die sind tatsächlich in meiner Arbeitstasche. Das sind die Ebelin 30 Nagellack-Entferner-Pads in duftiger Richtung. Und zwar riechen die so ein bisschen multivitaminmäßig. Und die sind tatsächlich echt, echt nicht schlecht. So, Leute, ich zoome euch mal, mache euch mal ein Stück runter. Jetzt könnt ihr praktisch alles sehen, was es in der Box gibt. Also ich finde, ich muss kurz die Böppelchen wegmachen. Ich finde, dass das echt viel ist. Also wenn ihr da mal so hinguckt. Also ihr habt hier gerade das Tuch, dann habt ihr die Böbbelchen, die Lippenmasken. Ihr habt ein Make-up, wo ich allerdings halt sagen muss, muss man mal testen. Brillenputztücher. Ihr habt wirklich so eine gute Auswahl an Sachen, wo ich sagen muss, da könnt ihr ganz tolle, ganz, eigentlich auch einen totalen Nutzen draus ziehen. Ich denke, dass sich das wirklich gelohnt hat, die anzuklicken, weil... Erstens mal, also ich habe zum Beispiel jetzt 49,95 für meine Karte bezahlt und ich kriege ja noch eine Goodie Bag dazu, die, so wie ich das mal gesehen habe, jetzt im Internet schon recht gut gefüllt ist. Also im Prinzip macht ihr euch nichts kaputt. Also ihr könnt, egal welches Ticket ihr benutzt, ich habe zum Beispiel jetzt halt dieses Jahr
zwar die Option, dass ich ein Meet and Greet mir machen kann, aber dadurch, dass ich einfach, ja, so blöd es klingt, ganz wenig deutsche YouTuber gucke, also nur wirklich Leute, wo ich halt so das Gefühl habe, dass die so auf meiner Wellenlänge sind, beziehungsweise auch dieselben Produkte toll finden, zum Beispiel Colourpop obsessed sind oder irgendwie auch Produkte zum Beispiel Leuten vorschlagen, die einfach nicht viel Geld kosten oder einfach auch High-End-Produkte zum Beispiel, die ich so gar nicht kaufen würde und dann plötzlich vorstellen und sagen, boah, ich will haben oder so, die wirklich halt so auf so einem Level sind, wo ich sage, okay, das ist jetzt kein Jolina Mannenhaul mit 5.000, 6.000 €, sondern so ein süßer DM-Haul, wo man einfach so auch mal Binden zeigt und Tampons und einfach auch mal sagt, hey, das ist voll gut, das ist super und so. Und ich bin eher so diese Kategorie und deswegen dabei bleibe ich auch. Und ich hoffe, wie gesagt, dass das Unboxing euch viel geholfen hat. Gerade bei der Entscheidung vielleicht einfach im November, Dezember, wenn ihr wieder auf die Glossers. Also ich gehe definitiv. Ich weiß jetzt schon, dass es mir gefallen wird. Meine Weiber werden auch alle gehen. Und wenn sie es jetzt noch nicht wissen, dann ihr werdet alle gehen. Ob ihr wollt oder nicht. Und auf jeden Fall, ich bin super, super excited. Freut euch auf das Video morgen. Morgen wird es ich weiß noch nicht, ob es einen Look gibt oder meine Wunschliste. Da werde ich euch einfach sagen, welche Marken ich mir näher angucken möchte, was ich da so treiben möchte und so. Wie gesagt, Meet and Greets habe ich zwar, kann ich offiziell ab dem 5.3. buchen, aber muss euch sagen, das ist mir zu stressig. Man muss sich halt irgendwo auch entscheiden, möchte man eher mit seinen Mädels zusammen sein oder möchte man ungefähr 2 Stunden dafür mit verbringen, jemanden zu umarmen und ein Foto zu schießen. Dadurch, dass halt, also dieses Jahr kommt ja Niki, The Queen Tutorials auf die Glow. Was ich natürlich mega shit finde, ist, dass sie halt kein Meet and Greet macht. Mich hätte das so gefreut, sie einfach mal zu umarmen, zu sehen, wie sie aussieht. Sieht sie wirklich immer so hammer aus wie auf den Videos. Und einfach ihr mal zu sagen, wie geil sie eigentlich ist, wie inspirierend sie auch für mich als normale Make-up-Trägerin ist. Ich muss sagen, gerade egal, welche Make-up-Tutorials ich angucke, ich lasse mich enorm anstecken von Farbe, von Cut-Crease habe ich. Ich würde so niemals zur Arbeit gehen. Ich mache tatsächlich gleich so ein Invisibubble rein, mache den roten Lippenstift weg und mache mir einen Gloss drauf und gehe so in die Arbeit, weil ich einfach mittlerweile ein sehr starkes Selbstbewusstsein dafür habe, dass ich mich schminken kann. Das ist schon mal das Erste, was mir halt irgendwo auch so dieses YouTube-Machen und Schauen gebracht hat. Und vor allen Dingen, ich habe so viele Leute kennengelernt, die durch YouTube sich so beflügelt haben, so Bock darauf hatten, praktisch Farben auszutesten, Highlighter des Todes aufzutragen und immer noch sagen, hey, ich bin schön und ihr da draußen seid alle wunderschön. Wir verbringen jetzt eine tolle Glow-Woche zusammen. Am Samstag und Sonntag werde ich mich durchstöbern. Ich werde am Sonntag nach Hause fahren. Dann werde ich euch einen Vlog zusammenschneiden, der dann Montag, Dienstag und Mittwoch werde ich gucken, wann es halt am besten alles passt. Werde ich euch alle Eindrücke zeigen von mir. Und ich glaube, dass der sehr, sehr witzig wird und sehr umfangreich, weil ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, weil ich letztes Jahr leider sehr, sehr oft nach Glow gegoogelt habe und leider so wenig Vlogs gefunden habe, möchte ich euch einfach vor allen Dingen, ich mache sehr viele Fotos. Es wird einmal einen Vlog geben, wo ihr bewegte Bilder sehen will und es wird einmal einfach ein musikunterlegtes Dia-Show geben für euch, wo ich euch die Stände abfotografiere, die ganzen Sachen und natürlich unser Make-up. Unsere übelsten Lashes, die wir fast nicht tragen können. Und ich möchte einfach euch mitnehmen. Ich möchte aber euch auch so die Lust anfächern, einfach hinzugehen und zu sagen, okay, da sind ja alle so bekloppt wie ich. Dann geh einfach hin und mach's. Ich hoffe, dass du da wirklich Spaß bei hast. Nicht vergessen, Däumchen nach oben, unten abonnieren und wir sehen uns auf jeden Fall morgen im nächsten Video. So, jetzt mache ich mal die Kamera ein Stück nach unten. Hallo. Also, die Box, wie gesagt, die ist so ein richtig dicker Karton, ja. Und die kommt, ich habe davon 2 bekommen, weil ich habe ja 2 Karten für mich und meine beste Freundin. Und auf jeden Fall ist das so ein Karton. Oh, I love it. Da sind diese Umweltverschmutzungspöppelchen drin. Also, ich verstehe das, dass es nicht kaputt gehen kann, aber I don't like it. Das ist Fett-Umweltverschmutzung. Liebes DM-Team, das ist Umweltverschmutzung. Also, da ist so eine tolle Karte drin. Be awesome. Also, we gonna be awesome. Und da steht drauf: Hey Beauties, du bist auch schon aufgeregt wie wir. Yeah!
Ich bin, in wenigen Tagen geht es los. Die Glow bei DM in Dortmund kommt mit großen Schritten auf uns zu. Mit dieser Box liefern wir das perfekte Survival Package für die Zeit bei der Glow bei DM. Viel Spaß mit den Produkten, die wir auf der DM Pre-Box genauer vorstellen. Und falls du noch irgendwelche Fragen hast, geh auf www.dm.de/glow. Gibt's alles in alle Infos. See you soon. Ich bin so gespannt, was da drin ist. Wie gesagt, wir packen jetzt mal aus.